Herzlich willkommen bei Mystery Talk, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ein interessanter Gast, ein Kartenmedium, die liebe Verena. Wir kennen sie ja schon etwas länger bei uns auf Sendung und sie tut sich heute natürlich etwas vorstellen in unserer Talkrunde. Danke, lieber Thomas. Es ist schön, dass ich auch mal bei Mystery Talk dabei sein darf. Ich freue mich sehr für die Einladung. Ich habe mir natürlich sehr gerne Zeit genommen. Das freut mich umso mehr. Liebe Verena, du bist ein Kartenmedium. Ja. Und was die Zuschauer sicher wundern, wie bist du dazu gekommen? Du machst das ja schon sehr lange, glaube ich, über 25 Jahre. Genau, wenn ich angefangen habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe einfach aus verschiedenen Schicksalsschlägen heraus angefangen, weil ich ja nicht immer Karten legen anrufen konnte, selber anfangen, Karten zu legen. Und das hat mich immer mehr fasziniert. Ich bin dann immer mehr in diese Welt hineingekommen. Ich habe auch Bücher gekauft, ich habe Seminare besucht. Ich habe mich so in diese Welt hineingelebt, dass ich eigentlich richtig Freude und mit richtigem Interesse, mit richtiger Herzensenergie angefangen habe, Karten zu legen. Dann haben meine Freunde zu mir gesagt, leg mal für mich die Karten. Zuerst habe ich gesagt, nein, das kann ich doch nicht. Und dann hat sich das so. Ich habe dann für meine Freunde angefangen. Ich habe dann in dem Betrieb angefangen, Karten zu legen. Überall, Mann, ich bin ja schon ein bisschen bekannt gewesen in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Dass ich Karten lege, weil es war für mich nicht eine Sucht, aber wie eine Berufung, wie eine Bestimmung, leg einfach die Karten, weil es hat mich immer fasziniert, Karten, mich immer weiterzuentwickeln, weil es hat mich fasziniert, es war spannend für mich und am meisten hat mich gefreut, es hat immer gestimmt. Ich habe nicht gesagt, ganz meistens, aber sehr viel war es stimmig und das hat mich irgendwie fasziniert. Deswegen hat sich das so vor ungefähr 25 Jahren entwickelt und heute mache ich das schon fast leidenschaftlich. Ich tue es wirklich leidenschaftlich gerne. Ja, wenn ich dir so zusehe, du machst es auch aus Herzen. Und ich habe heute schnell gesehen, wo du noch im Studio warst, du hast extrem viele Kartendecks da. Mit welchem Kartendeck hast du damals angefangen? Ich habe mit meinem Lenormand-Kartendeck angefangen. Ich habe diese kleinen Karten gekauft und ich habe mich so total in dieses Stück verliebt. Ich habe ungefähr 15 Stück gekauft, weil ich einfach immer gedacht habe, wenn du sie nicht mehr kaufen kannst, was machst du dann? Dann habe ich mir diese Karten gekauft. Ich habe mir auch speziell Bücher über diese Karten gekauft. Ich habe auch Seminare besucht, weil ich wollte mich ja genau in dieses System arbeiten, wie ich bei meinen Kollegen. Man kann es mit den Jahren und mit der Erfahrung und man kann es nicht lesen, sondern man lernt mit der Zeit, mit seinen eigenen Intuitionen in die Karten zu schauen. Anders kann ich das nicht sagen. So nach Gefühl oder so nach, ja, man lernt es selber nach den Eingebungen von oben, sage ich das heute, die Karten zu legen und zu deuten. Jetzt hast du noch, nebst diesen Lenormand-Karten hast du ja auch eben ganz viele andere Kartendecks. Ja. Ist das je nach Situation, dass du ein bestimmtes Kartendeck, also auf eine bestimmte Frage oder auf eine bestimmte Situation, ein anderes Kartendeck nimmst? Oder kannst du zu den anderen Kartendecks noch was sagen? Ja, ich lege auch die I Ching-Karten. Mhm. Meine Kollegin hier, die hat die I Ching-Stäbchen und es gibt auch die I Ching-Münzen, habe ich mir sagen lassen. Ich lege die I Ching-Karten. Das ist ein uraltes chinesisches Orakel. Es ist 5000 Jahre alt, habe ich gelesen oder habe ich mich informieren lassen und es ist etwas vom Faszinierendsten. Wenn du eine kurze Frage hast, kann ich dir diese Fragen anhand von 4 Karten 99% sicher beantworten. Du nennst dich ein Kartenmedium, also du arbeitest als Kartenmedium, das heißt, du hast medial eine Eingebung, ja, auch von oben.
Also es ist noch nicht nur das Kartenbild, sondern du kriegst dann eigentlich, das ist nur ein Tool, so wie ich mir das vorstelle, und dass du das nachher von oben reinkriegst, auch diese Informationen. Es ist so, wenn ich für einen Anrufer die Karten lege, dann habe ich schon seine Energien im Ohr, weil Fühlen ist eines meiner wichtigsten Themen. Ich fühle manchmal zu viel für diese Welt. Ich denke manchmal, diese Gefühle, die ich von anderen Menschen wahrnehme oder von mir selber wahrnehme oder wenn ein Mensch in einer Situation ist, die Angst auslöst, dann nehme ich diese Angst oder diese Unruhe wahr. Das überträgt sich dann vielleicht auch auf meine, nein, nicht nur vielleicht, sondern auch auf meine Karten. Ich nehme es wahr und wenn ich einen Wink von oben her bekomme, nehme ich das auch wahr. Wenn ich auf ein Kartenbild sehe, dann sehe ich im Prinzip schon von oben, was ich darauf sagen muss. Die Karten sind eigentlich nur meine Begleiter. Ich möchte, dass du mich richtig verstehst. Ich lege die Karten aus, aber von oben bekomme ich Informationen. Oder ich frage manchmal so einfach, so wie in die Luft heraus, du, dein Partner, ist da irgendetwas oder stimmt da etwas nicht? Oder dann sehe ich es in den Karten und habe es im Gespür, habe es einfach, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und ich frage dann meistens nach, weil die Informationen von oben, die ich bekomme, sind hundertprozentig sicher stimmig. Ich kann mich also darauf verlassen. Auch wenn die Anrufer vielleicht auf die ersten drei Karten mir das noch nicht bestätigen, dass es eben nicht so ist, wie es sein sollte, dann kann ich es im späteren Gespräch hundertprozentig sicher bestätigen. Ah, es ist doch so. Also es ist quasi eine Kombination zwischen dieser Hellsicht oder diesem Medialen und, und dem Kartenbild. Und eben wenn sowas kommt mit dem Partner, was jetzt zum Beispiel nicht unbedingt im Kartenbild sichtbar ist, kriegst du dazu noch Informationen. Genau. Das heißt, du arbeitest eigentlich in Kombination mit den mit der Schöpfung, oder? Ja, ich sage es immer mit den Engeln oder mit der geistigen Welt. Ich bin mit dieser Engelwelt schon immer verbunden gewesen, auf eine andere, mir spezielle Art, finde ich. Ich sehe die Engel eigentlich nicht, sondern ich kann sie wahrnehmen und fühlen. Das heißt, wenn ich etwas sage, jetzt friert es mich am ganzen Körper von unten nach oben und die Hände, dann weiß ich, dass ich geschützt bin und dass die Antwort, die ich dir gebe, den Engeln entspricht, habe ich mich, ich denke, ich habe mich richtig ausgedrückt. Ja, das perfekt. Ja, dass das ihre Meinung ist, dass ich das so sage. Oder ich sage manchmal irgendetwas und überlege nachher, was habe ich überhaupt gesagt? Ich habe keine Ahnung. Das ist so eine Eingebung von oben und ich gebe das eins zu eins, ohne weiter zu studieren, an meinen Anrufer weiter und der bestätigt dann, ja, es ist so. Ich brauche die Karten eigentlich nur, um das ganze Thema anzuschauen und wenn der Kunde oder der Anrufer eine Frage hat, kann ich den Anrufer bestätigen oder kann dann auf diese Situation speziell schauen, weil sie sonst untergehen würde oder nicht beachtet würde oder wir reden vielleicht noch von einem Familienangehörigen oder von sonst etwas. Ich kann dann das ganze Bild anschauen. Dazu brauche ich die Karten. Eigentlich meine Eingebungen von oben habe ich immer für gewisse Situationen. Aber das ganze Bild, ich habe es dann so perfekt abgerundet, wenn ich dazu noch die Karten lege. Also es ist eben eine Symbiose zwischen dem Medialen und der Karte. Ich sage immer, es macht meine Kartenlegung rund. Ich habe dann ich habe dann ein komplettes Bild von dieser Situation. Ich fühle dann, ich merke dann, dass es richtig ist. Zum Beispiel einen Rundumblick zu machen oder tief in eine Situation hineinzugehen, spüre ich dann, du
durch meine Eingaben von oben, eben, dass es richtig ist. Du arbeitest also mit Karten. Arbeitest du auch rein medial? Also ja, ohne Karten? Ja und nein. Mhm. Aber mit den Karten bin ich mich irgendwie sicherer. Mhm. Ich fühle mich irgendwie sicher. Natürlich könnte ich auch ohne Karten arbeiten. Es gibt einige Leute, die sagen immer, du brauchst ja die Karten nicht. Dann sage ich immer, ich fühle mich sicherer. Ich möchte keines von unseren Themen vergessen. Ich möchte, dass du mich jederzeit fragen kannst. Ich fühle mich dann nicht überrumpelt. Verstehst du mich, was ich meine? Ich kann mich dann auf dieses Thema konzentrieren und der Anrufer möchte dann in Sekunden umschalten und eine andere Person oder ein anderes Thema. Und das ist mir anhand des Kartenbildes möglich, weil ich kann nur rüberschauen und sehe dann sofort die andere Situation. Wenn ich umdenken müsste, müsste ich mich zu lange konzentrieren auf die verschiedenen Situationen, bis ich von oben eine klare Antwort bekomme. Also sind die Karten auch eine Stütze? Sage ich immer. Ja. Ohne Karten fühle ich mich nicht verloren. Es geht einfach für mich besser, wenn ich die Karten zu meiner Unterstützung mit dabei habe. Ich kann präziser und schneller von einem Thema zum anderen wechseln. Mhm. Interessant. Finde ich. Wir haben im Vorgespräch, hast du mir auch gesagt, dass du auch energetisch arbeitest, dass du auch den Leuten Unterstützung gibst, Energie gibst für gewisse Situationen. Du hast heute gerade eine genannt, wo jemand vor Gericht etwas machen muss. Und da tust du eben auch noch mit einem Rosenquarzengel arbeiten. Wir sehen ihn jetzt gerade im Hintergrund. Was kannst du mir über diesen Rosenquarzengel und über diese Arbeit im Spezifischen mitteilen oder sagen? Ich habe mich schon immer für das Heilen interessiert und auch für das energetische Heilen. Und ich habe mir diesen Rosenquarzengel ausgesucht. Er unterstützt mich. Meine Energien, die ich von oben durch Botschaften erhalte, durch Energie erhalte, an meine Leute oder meine Anrufer besser weiterzugeben. Es ist für mich wie ein Kanal, ihn weiterzugeben. Mhm. Ich habe zum Beispiel heute diese Kundin unterstützt bei einer Gerichtsverhandlung. Sie hatte eine Verhandlung und sie war total nervös und total gestresst. Und schon seit unserem ersten Gespräch habe ich sie ruhig gestellt. Sie hat eine positive Erfahrung von mir erhalten, weil sie war ruhiger, sie hat absolut die perfekten Worte gefunden, sich in dieser Situation für sich und ihre Kinder durchzusetzen. Das ist jetzt nur mal ein Thema, das ich kurz angeschnitten habe. Ich brauche den Rosenquarzengel eigentlich auch nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, als Medium, als Kanalöffner, wie die Karten zum Beispiel, um einen ganz klaren Kanal von oben an meinen Anrufer weiterzugeben. Weil ich habe festgestellt, wenn der Anrufer oder die Anruferin etwas in den Händen sieht oder hat, kann sie das im Kopf besser aufnehmen, als wenn ich nur so ich bete jetzt für dich, ich nehme Energien auf. Nein, ich unterstütze dich mit meinem Rosenquarzengel. Es ist der Engel der bedingungslosen Liebe. Er hat endlos viel Energie vom Himmel. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich unterstütze dich mit seiner Hilfe, mit der Hilfe von der geistigen Welt, mit der Hilfe des Universums bei jedem Problem. Wenn ich mit Bildern rede und mit meinen Engeln rede, dann ist das für die meisten einfacher und klarer zu verstehen, was ich überhaupt bei meiner Arbeit machen möchte. Wir sind ja im Materiellen, im Hier und Jetzt und da hilft so eine Stütze natürlich unheimlich, dass man eben etwas hat, was man fassen kann und was nicht einfach nicht fassbar ist in dem Sinne.
genau. Ja. Weil ich habe immer, also gut, ich weiß das aus eigener Erfahrung, man muss sehen. Die meisten Menschen glauben schon, aber sie sind sich nicht ganz sicher, ob es da auf der anderen Seite wirklich etwas gibt. Ich habe aus eigener Erfahrung schon Bestätigung bekommen, dass es etwas gibt, dass es so ist. Aber die meisten Menschen haben eben diese Bestätigung, sie müssen sehen. Und wenn ich ein Hilfsmittel habe, zum Beispiel wie die Karten oder wie meinen Engel zum Beispiel, dann sehen die Menschen und sie können sich in ihre Situation oder in meine Situation oder in meine Gabe hineinfühlen. Sie können sich immer den Rosenquarz vorstellen und schon fließen diese Energien. Weißt du ungefähr, ja, wie ich das... Also voll verstanden. Also man hat, braucht eben dieses, eben wie du jetzt auch bei dir die Karten brauchst, brauchen die Leute auch etwas, was sie greifen können. Was sie greifen können. Deswegen ist es auch gut verständlich, dass die Leute sagen, leg mir die Karten. Und dann entwickelt sich manchmal, also nicht manchmal, immer ein sehr gutes Gespräch daraus. Weil anhand der Karten ich Bilder bekomme und Informationen von oben bekomme und an die Leute weitergeben. Die Karten sind ein Hilfsmittel. Ich bin ein Medium. Ich brauche den Engel dazu. Ich brauche die Karten dazu. Natürlich möchte ich mich noch weiterentwickeln, weil trotz meinen 21 Jahren ist ja mein Leben noch nicht zu Ende und ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Und das ist auch das Spannende, dass mir dieser Sender hier ermöglicht, in viele Sachen hineinzuschauen, viele Kollegen kennenzulernen und viele Situationen. Deswegen ist es auch spannend für mich, hier zu sein. Ja. Das freut uns natürlich umso mehr. Das ist für mich schön. Du hast auch angesprochen, dass du mit Engeln arbeitest, also jetzt nicht nur mit deinem Rosenquarzengel, sondern eben mit den Engeln von oben. Hast du da bestimmte Favoriten oder hast du bestimmte Engel, die dir bei deiner Arbeit zur Seite stehen? Ich rufe eigentlich nicht spezielle Engel an. Ich rufe meine Schutzengel an. Einen speziellen habe ich nur meinen Kamuel, meinen Rosenquarzengel. Ich habe ihn Kamuel getauft, weil Kamuel ist der Engel der bedingungslosen Liebe. Aber ich denke, Kamuel hat sich noch nie mit mir in Verbindung gesetzt, sondern nur die Energien von dem Engel. Weil ich könnte diese Energien, ich denke, nicht ertragen, die von diesem Engel kommen, sondern es sind immer seine Helfer, seine Schutzhelfer, die mir helfen, meine Energien, die ich von oben empfange, weiterzuleiten. Weil einen Engel bestimmten Namen zu geben, das machen auch wieder nur die Karten, die ich auf Hilfe... Aber wenn ich die Engel anrufe, sie sollen mir helfen, dann helfen sie mir, genau dieser Engel kommt für diese Situation und für jede Situation gibt es einen Engel, ob er dann, ich weiß nicht, welchen Namen er hat, spielt im Prinzip keine Rolle. Ich weiß einfach, der Engel kommt und der hilft, genau für diese Situation, für die ich ihn gerufen habe. Also da wird da oben dann selber dafür gesorgt, dass der richtige Engel dann für die bestimmte Sache da ist. Genau. Also daraus erschließe ich, dass es für jedes Thema auch einen Spezialisten gibt, in dem Sinn, in der Engelswelt. Ja, das erwarte ich ja auch oben, dass sie mir richtig und kompetent helfen. Ich habe zwar auch schon mal selber die Erfahrung gemacht, dass ich um eine Hilfe gebeten habe. Ich habe dann die bessere Lösung bekommen, als ich gebetet habe. Verstehst du, was ich meine? Die Engelwelt schickt mir den Helfer, den ich gerne haben möchte. Ich bin ja nur Mensch. Oben, die geistige Welt, weiß es ja besser und entscheidet dann, nein, wir helfen ihr anders, damit sie schlussendlich genau dorthin kommt, wo sie gerne möchte. Ich als Mensch kann das nicht entscheiden, sie entscheiden das für mich. Und deswegen, seit meinem letzten Schicksalsschlag, den ich hatte, habe ich angefangen, viel mehr loszulassen, viel mehr der geistigen Welt zu überschreiben, meinen Engeln, nicht einem bestimmten, sondern einfach meinem Engel. Und ich habe gelernt, ich habe festgestellt, das Leben geht mir leichter und lockerer von der Hand. Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen.
ich mache mir nicht mehr so viele, ich habe Zeit für schöne Dinge. Ja. Ich habe mich auch positiv verändert, sagen meine Kollegen, das ist auch gut. Ich habe gelernt, loszulassen. Ich habe die letzten 2 Jahre noch niemals so viel losgelassen. Aber ich habe meinen Ballast abgeworfen und ich habe mehr Platz gefunden für meine Engel. Was willst du mehr? Das ist so. Loslassen ist natürlich das Thema auch jetzt. Wir haben bereits, die Zeit ist so schnell verstrichen. Das ist so schnell gegangen, auch toll gegangen. Ich möchte mich auch gerne für das tolle Gespräch, informative Gespräch auch bedanken, liebe Verena. Und wünsche dir natürlich toi 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 in deinem weiteren Werdegang und in deiner Entwicklung, wie du gesagt hast. Es ist, ja, es steht, es tut ja nie stehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie gesagt, loslassen. Wir müssen leider auch loslassen. Unser Mystery Talk ist jetzt schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.